Die Schweiz ist ein Land der tadellosen Infrastruktur. Kaum ein Ort ohne Zufahrtsstraße, ÖV-Anschluss, fließendem Warmwasser oder Elektrizität. Doch auch hier und heute gibt es Orte, an welchen eine permanente Stromversorgung nicht gewährleistet ist. An diesen Orten sind Holzfeuerungen unabdingbar für die Energieerzeugung. Darum sind Tiberherde seit jeher Produkt erster Wahl in den Alpenregionen. Betrieben mit dem nachwachsenden Rohstoff Holz stellen sie eine unabhängige Energieversorgung sicher, auch wenn der Strom ausfällt. Auch die SAC-Hütte Bintal im Wallis griff beim Umbau auf Tiberherde zurück. Tiberherde sind das älteste und traditionsreichste Produkt der Firma Tiber Tonwerk. Seit über 100 Jahren werden sämtliche Teile in unserem Werk in Bubendorf, Basel-Land gefertigt. Vom rohen Blech bis zum fertigen Herd finden alle Arbeitsschritte unter einem Dach statt. Stanzen, biegen, schweißen, schleifen, montieren und verpacken. Nicht selten übernehmen wir auch die Lieferung und Inbetriebnahme. So zum Beispiel bei den zwei Herden für die Bintalhütte, soweit es ging zumindest. Die Hütte liegt auf 2275 Metern über Meer, nahe der italienischen Grenze, unterhalb des Albrunpasses. Für Fahrzeuge ist die Hütte nicht erreichbar, weshalb der letzte Teil des Transportes ein Helikopter übernehmen wird. Wir fuhren also am Tag vor dem Transportflug von Bubendorf ins Bintal, insgesamt rund 4 Stunden mit dem Auto, um am nächsten Morgen bei Zeiten am Helikopterlandeplatz zu sein. Irgendwo auf einer Wiese auf ca. 2000 Metern über Meer. Von unserem Übernachtungsort eine weitere Stunde Autofahrt, nur mit Sonderbewilligung erlaubt. Glücklicherweise konnten wir auf diesem Teil der Strecke den ortskundigen Leuten der Sanitärfirma hinterherfahren, die unsere Herde bestellt hatte. Wir freuten uns riesig auf den Flug und wurden bitter enttäuscht. Bei diesem Wetter wird kein Helikopter fliegen. Das wurde schnell klar. Uns blieb also nichts anderes übrig, als die bestellten Herde schweren Herzens den Kollegen anzuvertrauen und uns anschließend wieder auf den langen Heimweg nach Bubendorf zu machen. Wie schön wäre das gewesen, uns zusammen mit den weltbesten Holzherden in die Lüfte zu erheben, aus dem Nebel raus, hoch und immer höher, weit über die Alpen. Ach ja, wenigstens erfuhren wir aus verlässlicher Quelle, dass die Fracht inzwischen unversehrt oben angekommen ist. Für uns gilt darum einmal mehr: Herd gut, alles gut.